König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden, um mit und für euch die Kurzgeschichtensammlung Albträume weiter zu besprechen. Und dazu habe ich nicht nur wie immer den wundervollen Jonas dabei. Hallo Jonas. Hallo. Sondern auch den wundervollen Flo. Hallo Flo. Guten Abend. Und den mittlerweile großartigen, bekannten Stammgast, den Mikado-Elefant. Hallo. Hallo zusammen. Ja, lieber Mikado-Elefant, erzähl doch noch mal ein bisschen über dich. Man kennt dich zwar aus diversen Folgen von uns schon, aber gibt es neue Entwicklungen bei dir? Machst du irgendwelche neuen Projekte oder irgendwas? So podcastmäßig mache ich immer noch nichts. Mein letztes kleines Projekt war, dass ich für den Podcast Frankfurter Kranz ein Intro produziert habe und der Podcast erfreut sich auch immer noch großer Beliebtheit, habe ich gemerkt. Ich höre den selber immer noch gerne. Mhm. Aber sonst, das war, glaube ich, das Letzte, was ich bis jetzt in dem Zusammenhang gemacht habe. Schöne Grüße an dieser Stelle an die Kollegen. Von mir auch. Gut, dann wollen wir heute, wie gesagt, über drei Kurzgeschichten aus Albträumen sprechen. Wobei Geschichten schon wieder ein bisschen viel gesagt ist, aber das werdet ihr gleich merken. Wir besprechen heute Kopf runter, Der Bettler und der Diamant und Amneys letzter Fall. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Kopf runter. Und Flo, du hast doch dazu bestimmt was zu sagen. Naja, ich wollte, weil ich ja jedes Mal noch so ein bisschen Einordnung mache, heute mal, wenn wir schon nicht unbedingt Geschichten besprechen, auch mal bei der Einordnung auf was anderes noch eingehen kurz, nämlich auf das Cover. Und zwar haben wir ja schon ein paar klassische amerikanische Originalcover gehabt. Also ich erinnere mich an die Hand mit den Augen, die dir da ja besonders gut gefallen hat. Mhm. Diesmal haben wir auch wieder ein sehr interessantes Cover. Und zwar ist es eine Straße in der Nacht, umrahmt von Bäumen. Der Mond steht am Himmel und mitten auf der Straße steht eine Vogelscheuche. Warum man eine Vogelscheuche mitten auf eine Straße stellen sollte, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber es ist tatsächlich ein ganz nettes Bild. Es hat mit keiner der Geschichten etwas zu tun. Ich weiß nicht, warum es da ist, aber ja, es ist ganz nett. Dazu habe ich nämlich jetzt mehr zu sagen als zu dem ersten, was wir heute besprechen. Das ist nämlich die Geschichte oder das Essay Kopf runter, Head Down, von 1993, das ursprünglich in der Bangor Daily News veröffentlicht wurde. Und es tut mir jetzt leid, dass ich das sagen muss, aber Jonas, worum geht's denn hier? Ja, in diesem Essay verfolgen wir die Baseball Little League der Mannschaft Bangor West, in der Owen King als 12-Jähriger mitspielt, auf ihrem Weg zum Meistertitel des Districts. Und ja, im Prinzip war's das. Halt, die ganzen Spiele werden aufgezählt, die sie machen, oder zumindest die spannendsten. Ja, so eine Zusammenfassung des Ligaverlaufs, sag ich mal. Mhm. Vielen Dank. Ja, und daraus könnt ihr natürlich auch ungefähr schließen, warum der Mikado-Elefant heute dabei ist. Denn er ist ja unser persönlicher Podcast-Experte für das Gebiet Baseball. Deswegen freuen wir uns sehr, dass du da bist. Und ja, da würde ich dich auch gleich um deinen ersten Eindruck fragen. Das ist ja nun was King total Untypisches. Wie hat dir denn dieser Essay gefallen? Ja, ich musste mich selbst erstmal in das Thema Little League einlesen, was das doch im deutschen Baseball, im europäischen Baseball eher untergeordnete Rolle spielt. Also es ist halt ein eigenes Ligasystem für Jugendliche verschiedener Altersklassen. Und die wichtigste Division ist halt so die Altersklasse bis für 11- und 12-Jährige. Da findet auch jedes Jahr im August dann in Williamsport die Little League World Series statt, wo dann die besten 8 amerikanischen Teams und die besten 8 Teams aus dem Rest der Welt aufeinandertreffen und den Meister ausspielen. Die Regeln unterscheiden sich ein bisschen. Die Spiele sind kürzer, gehen nur über 6 Innings. Und jeder Spieler muss mindestens einmal am Schlag gewesen sein. Also es wird dann auch
rege durchgewechselt. Spielfeld ist ein bisschen kleiner, so jugendgerecht. Und noch so ein paar andere Details. Ja, soll ich direkt schon mal zusammenfassen? Ja, gerne, gerne. Wir werden bei der Sache sowieso nicht viel zu sagen haben. Ja, okay. Also ich fand so vom Gesamteindruck hat die Stimmung eigentlich sehr gut eingefangen, die halt so im Jugendbaseball oder so generell in so im unterklassigen Baseball herrscht. Da habe ich mich auch durchaus wiedergefunden, auch wenn ich erst spät angefangen habe zu spielen, erst mit Mitte 20. Aber ich bin halt auch Schiedsrichter, ich habe auch Jugendspiele geleitet und irgendwie habe ich da schon so ein paar Momente wiedererkannt und so Mungen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch so ein bisschen im Baseball drin, habt ihr ja sicherlich in den letzten Folgen auch schon irgendwann mal mitgekriegt. Aber ich habe halt wirklich auch nur absolute Laien-Erfahrung und Laienkenntnisse damit, ne? Und ich muss sagen, die Chemie in der Mannschaft und so, das hat mir echt gut gefallen, auch die Beschreibung davon. Und auch, dass man wirklich so ein bisschen Gefühl für die einzelnen Charaktere in dieser Mannschaft bekommt. Aber für mich als Laie, wenn man jetzt so nur ganz wenige Kontaktpunkte hat, ist es interessant, aber es ist trotzdem fürchterlich zu lesen. Und ich glaube, wenn man mit Baseball so gar nichts zu tun hat, begreift man überhaupt nicht, was da passiert. Ja, du hast vollkommen recht. Ich habe keine Ahnung von diesem Sport, deswegen konnte ich mit diesem ganzen Spielgeschehen quasi nichts anfangen. Dazu kamen dann noch die ganzen Namen. Ich wusste nie, ist der jetzt einer aus der eigenen Mannschaft oder aus der gegnerischen? Und ja, und dann steht einer auf dem ersten Mal und dann zwei auf dem zweiten und dann steckt der eine, dann aber sind die anderen dran. Ich habe es einfach nicht kapiert. Es war ein einziges Durcheinander für mich. Ja, so geht es mir auch. Und weil ich ohnehin mit Sport grundsätzlich und auch hier mit Baseball wirklich nicht sehr viel anfangen kann, habe ich mal geguckt, was sagen denn so andere Rezensionen zu dieser Geschichte. Und da fand ich schöne Sätze wie, also es kommt drauf an, wie euer Verhältnis zu Baseball ist, denn entweder ist diese Geschichte hier eine, ja, klare, einfache Aufzählung verschiedener Little League Baseballspiele oder eine große Übung in Langeweile. Und ein anderer schreibt, it's terrible non-fiction. King versucht seine plauderhafte Stimme, die er sonst in seinen Essays einsetzt, auch hier einzusetzen, um eine Geschichte wie so ein New Yorker, also diese berühmte Zeitschrift New Yorker, Geschichte zu erzählen. Aber es wäre vollkommen farblos, was dabei rauskommt. Ich kann es nicht mal einschätzen, ob das wirklich so ist, weil, wie gesagt, ich kenne mich mit dem Thema gar nicht aus. Aber es hat mich ja überhaupt nicht packen können. Also da muss ich tatsächlich ein kleines bisschen widersprechen. Ich gebe dir recht, zu 80% ist es Geschwafel. Das ist aber, und da wirst du mir sicherlich recht geben, Mikado Elefant, ein Baseballspiel ist zu 90% nichts passiert und zu 10% geil. Ja, es kommt halt sehr darauf an, ob als man Zuschauer, weiß, was da nicht als Spieler, als am Spielfeld passiert oder nicht. Also ich habe mich auch ein bisschen mit Cricket beschäftigt. Ich bin also in der Lage, auch ein Cricketspiel spannend zu finden. Weil sobald man weiß, was passiert und warum das passiert, kriegt das irgendwie einen Sinn. Wenn man nicht weiß, was das soll, dann wirkt das alles sehr, sehr statisch natürlich. Mhm. Aber das hat er eigentlich geschafft. Er hat sich auf die spannenden Momente konzentriert und hat die auch wirklich nachvollziehbar geschildert, dass man da selbst mitfiebert, weil man weiß ja nicht, was am Ende passiert. Also das hat tatsächlich, es gab da eine Szene in dieser Saison, wo es halt wirklich so mehr oder weniger mit dem letzten Home Run entschieden worden ist und so weiter. Und ja, genau. Und da 15-14 gegen Hampton. Genau. Und das muss ich sagen, das hat bei mir funktioniert. Da war ich auch mal kurz ein bisschen am Mitfiebern und klappt das nicht. Aber so der normale Ligabetrieb, sag ich mal, bis auf dieses Spiel, das hat bei mir auch, das habe ich geistig durchgewunken im Prinzip. Also dieses Spiel gegen Hampton, das hat sogar mich gepackt. Und ich hatte keine Ahnung, was da eigentlich abgeht.
Aber er hat es geschafft, mich damit zu reißen. Ja. Das war bei mir nicht so ganz der Fall, aber bitte. Ja, er beschränkt sich ja wirklich auf die spannenden Situationen, auch auf den letzten Sieg, wo sie da die, was ist das, Distriktmeisterschaft gewinnen, beziehungsweise die Staatsmeisterschaft. Das wird nochmal groß ausgewalzt und abgefeiert. Und dann das Ausscheiden dann auf der nächsthöheren Ebene wird dann nur in zwei Nebensätzen erwähnt, weil das Spiel wohl auch nicht so packend war und weil Bangor West halt auch verloren hat. Was ich noch ganz schön fand, tatsächlich ist ein bisschen eine andere Ebene. Nicht unbedingt die des Sports selber, aber was mir unglaublich gut gefallen hat, ist eben wirklich, wie sie diese Sozialdynamik beschrieben haben. Wie er sich mit dem Trainer unterhält und der ja auch ein paar Meinungen zum Leben allgemein hat. Und was ich sehr schön finde, und das kann ich so unterschreiben, egal welcher Sport das ist, glaube ich, so ein Ding wie früher bei der Armee. Das sind Menschen, die werden sich nie im normalen Leben so in dem Sinne großartig begegnen, weil die aus komplett unterschiedlichen Schichten stammen. Und durch diese eine Saison, durch diesen einen Sommer haben die eine Gemeinschaft und eine Gemeinsamkeit und dadurch auch ein gewisses Sozialgefüge, das sich mit ein bisschen Glück auch weiter in der Zukunft dann noch durchträgt. Und das fand ich eigentlich eine ganz hübsche Sache. Und das, finde ich, hat er sehr gut eingefangen in dem Essay. Da bin ich ganz bei dir. Ich weiß es nicht. ich muss dann an zu dem Zeitpunkt auch mein Zitat bringen. Ihr seid ein Team. Das bedeutet, ihr habt euch gern. Ihr habt euch gern, ob ihr gewinnt oder verliert, weil ihr ein Team seid. Das finde ich komisch. Du hast das Beispiel gebracht mit Armee. Also ich weiß, bei meiner Militärzeit, die habe ich immer beschrieben, ich war bei der Marine. Man lernt auch auf engstem Raum mit den Leuten klarzukommen, die man überhaupt nicht ausstehen kann. Genau. Also man kommt mit ihnen klar, aber man hat sie nicht gern. Ja, das ist richtig. Und das zieht sich dann auch nicht weiter. Deswegen, das finde ich, ist, naja. Aber ja, warte mal ganz kurz, da bin ich ganz bei dir. Aber ich glaube, der Punkt ist, wenn du jetzt, gehen wir mal wieder mit dem Armee-Beispiel, wenn du jetzt bei der Armee einen kennengelernt hast aus dem, was weiß ich, Erzgebirge, der eigentlich Maurer ist, und du wärst jetzt irgendein, was weiß ich, hochrangiger Beamter eigentlich im echten Leben, mit dem würdest du dich ja normalerweise nie anfreunden. Klar, das Arschloch, das der Arschloch ist, da bleibt der Arschloch. Aber du hast halt bei den paar guten Leuten, die du dort triffst, eine ganz andere Möglichkeit, mit denen erstmal in Kontakt zu kommen. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt hier. Also so in etwa wie beim Podcasten. Ja, genau. Ja, das stimmt. Nur, dass das hier halt alles Schüler sind. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das wirklich auch nur mein eigenes Ding, dass ich nicht für Teamsportarten geeignet bin oder sonst was. Aber ich möchte vielleicht auch einfach nicht mit jedem klarkommen oder jeden gern haben, weil er im Team ist. Ja, das zu dort fand ich auch schwierig, ja. Aber vielleicht funktioniert eine gute Mannschaft halt auch einfach so. Das kann ja auch sein. Ich verstehe dich gut, ja. Ja, du musst zumindest das Gefühl haben, dass du dich in bestimmten Situationen auf die Leute verlassen kannst. Und das fand ich bei der Bundeswehr, hat mich das auch sehr beeindruckt. Da war ich 19, hatte gerade Abi und kam dann mit Leuten zusammen, wo man denkt, mit dem würdest du jetzt im richtigen Leben nie was zu tun haben wollen. Aber zumindest hat es so weit geklappt, dass wir dann funktioniert haben als Team oder als Gemeinschaft. Mhm. Ja, so halbwegs. Nein, also ich gebe dir vollkommen recht. Das Zitat würde mir auch zu weit gehen. Von wegen, ihr mögt euch und so weiter. Da bin ich ganz bei dir. Aber wie gesagt, alleine die Tatsache, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Amis ist, aber zum Beispiel hier, ich bin ja damals aufs Gymnasium gegangen, aber mit den Leuten aus der Hauptschule und hier oder aus der Mittelschule, die hier aus dem Dorf kommen, mit denen habe ich nichts zu tun gehabt. Weil du halt in der Schule nur mit denen vom Gymnasium was zu tun hattest. Und wäre da irgendeine Art Sport gewesen, ich kenne die Freunde alle nur vom Sport, bei mir auch. Das ist genau dasselbe. Und das meine ich halt, ob du die magst oder nicht, das ist ein ganz anderer Punkt. Aber überhaupt, dass du mal die Möglichkeit hast, die Leute überhaupt kennenzulernen.
Ja, da gebe ich recht. Das beschränkt sich nicht auf Sport, sondern auf im Prinzip jede Art Vereinstätigkeit oder so. Genau. Oder aufs Arbeitsleben. Das ist eigentlich überall. Ja. Ich habe gerade mal das Originalzitat gesucht, also der geht da noch ein bisschen weiter. You are a team, that means you love each other. Ja, das ging mir dann noch weiter, obwohl ich glaube, die Amerikaner gehen da mit Love auch freizügiger um als wir. Das kann sein, ja. Wie fandst du denn jetzt, ich meine, du hast ja sicherlich in deiner Karriere als aktiver Spieler und auch als Trainer und Schiedsrichter und Gedöns ja mit der Berichterstattung auch ein bisschen was zu tun. Wie hat dir es denn stilistisch so gefallen? Ja, sehr. Also ich habe früher, als ich aktiv gespielt habe, ein paar Jahre auch Öffentlichkeitsarbeit für unseren Verein gemacht, habe die Webseite betreut und hatte dann jedes Wochenende 2-3 Spielberichte zu schreiben und fand das immer schwierig, da Abwechslung reinzubringen. Und mittlerweile gibt es auch Software, wo du halt den Spielverlauf reingibst, da fällt eine Statistik raus und ein Spielbericht über 1, 2, 3 Bildschirmseiten. Da läufst du sehr schnell Gefahr, dann in so einen Automatismus zu verfallen und dich immer zu wiederholen. Und das habe ich hier jetzt nicht gemerkt. Also hat mir auch sehr gefallen, wie er sich da mit den Trainern näher befasst hat und deren Ansichten auch zu Wort kommen lässt. Aber auch die Spielberichte sind halt so, dass man es nachvollziehen kann, dass Spannung aufgebaut wird, dass man halt auch ja schon mitgerissen wird, wenn es denn wirklich spannende Situationen gibt oder spielentscheidende Situationen gibt. Hm. Was mir noch sehr gut gefallen hat, waren wirklich diese 2, 3 Schlaglichter, ich sag mal, diese wichtigen Menschen in dieser Mannschaft. Ja, die Mannschaft als Ganzes ist wichtig, aber eben dieser eine arme kleine Kerl, der in Anführungsstrichen zu viel Kraft hatte und eigentlich fürchterliche Angst hatte, den anderen weh zu tun und so weiter, wenn er die da abwirft. Und das waren so diese kleinen Feinheiten, die mir wirklich, wirklich gefallen haben an der Geschichte. Ja, finde ich. Also die einzelnen Schüler, ich weiß, ich habe es nicht geschafft und auch nicht groß drauf geachtet, die einzelnen Leute dann auch charakterlich auseinanderzuhalten und habe mich da eher an den Namen orientiert. Mhm. Ja, aber da hat man halt gemerkt, es sind Kinder, die da spielen. Ja, aber ich konnte das so gut nachvollziehen. Da hat mir so leid getan, der arme Kerl. Ja, ein bisschen schon. Aber nur ein bisschen. Weil er war ja der Gegner. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir doch noch ein ganz kleines bisschen mal auf den Titel. Das Ding heißt Kopf runter und es erklärt sich dadurch, King sagt in den Anmerkungen zu den Geschichten, meine Arbeitsmethode, wenn ich mich nicht in meinem Element fühle, ist brutal einfach. Ich nehme einfach den Kopf runter und laufe so schnell ich kann und so lange ich kann. Das habe ich hier auch getan. Ich habe Dokumentationen gesammelt wie eine durchgedrehte Beutelratte und einfach versucht, mit der Mannschaft Schritt zu halten. Daher kommt dieser Titel. Und ganz ehrlich, so liest es sich für mich auch, als ist das einfach nur ein totaler Krampf. Ja, ein bisschen. Ist halt, ja, ich finde, es ist auf irgendeine Art und Weise schnell geschrieben. Aber andererseits auch wieder nicht, weil so viel passiert, dass es sich auch wieder in die Länge zieht. Hm. Gut. Also wie gesagt, über Symbolik brauchen wir hier nicht reden, weil es halt ein Essay aus dem echten Leben ist. Wie gesagt, die Verknüpfung hat es dadurch, dass halt sein Sohn in der Mannschaft mitgespielt hat. Aber Verbindungen oder sowas gibt es natürlich ja auch nicht. Aber ist der Baseballschläger kein Phallus-Symbol? Bestimmt, aber ich möchte eigentlich genauso wie bei Essig das ungern wollte. Bei 12-Jährigen über Freud reden. Ja, aber sag nicht, es gibt keine Verbindungen. Denn wir werden uns nochmal mit Baseball auseinandersetzen, dann aber in fiktiver Form bei Blockade Billy. Und natürlich gibt es eine Verbindung im echten Leben, denn dieser Owen King, der hat mal mit diesem Stephen King zusammen das Buch Sleeping Beauties geschrieben. Gut, vielleicht liegt das daran, dass es Vater und Sohn sind. Nein, das war er. Wie alt war er denn vor 2, 3 Jahren? Ah, okay. Und natürlich wird Owen King auch im Gedicht für Owen erwähnt. Gut.
Habt ihr sonst noch irgendwelche Ergänzungen zu der Geschichte, die ihr wissen wollt erstmal? Ja, also Verfilmung gibt's nicht, was euch nicht überraschen wird. Aber die Geschichte ist natürlich im amerikanischen Hörbuch enthalten und wird von King dort selbst gelesen. Mhm, okay. Dann bleibt mir euch zu fragen. Eine, Jonas, du hast dein Zitat schon? Eine kurze Frage vielleicht noch vorab. Habt ihr da auf Deutsch oder auf Englisch gelesen? Auf Deutsch. Auch Deutsch. Deutsch, ja. Ja, die deutsche Übersetzung ist grob sinnentstellend an einigen Strecken. Von daher, wenn du vorher nichts über Baseball weißt, wirst du es anhand der Übersetzung auch nicht wirklich lernen. Also da sind teilweise, werden Schläge und Würfe verwechselt. Da wird irgendwie Practice Bunt, also das Abtropfen lassen des Balls vom Schläger, wird mit Übungswimpel übersetzt und ähnliche Sachen. Also das ist schon, das trägt nicht dazu bei, die Verwirrung irgendwie aufzulösen. Okay, aber glücklicherweise merkt man es ja nicht, wenn man keine Ahnung hat. Ja, Jonas, du hattest dein Zitat ja gerade schon. Flo, hast du eins? Nein. Lieber Mikado-Elefant, hast du ein Zitat? Ja, ich habe mir drei Zitate tatsächlich rausgesucht. Mhm. Das eine ist Baseball is a game of ifs and inches. Mhm. Das zweite, es geht nicht ums Gewinnen oder Verlieren, sagt er schließlich, das kommt später. Es geht darum, wie sie sich dieses Jahr im Flur begegnen oder sogar auf dem Weg zur Schule und wie sie sich anschauen und sich erinnern. Mhm. Und drittens, aber zunächst hatten Belfast und Lewiston ihre Chance zu spielen und nachdem die Boston Pops sich durch eine aufgenommene Version der Nationalhymne gequält hatten und ein örtlicher Schriftsteller von einigem Ruf den obligatorischen ersten Pitch geworfen hatte, der bis hin zum Backstop segelte, konnten sie loslegen. Okay, und ich habe die meisten anderen der Truppe von Bengalist, wie begabt sie auch sein mögen, betrachten ihre Füße, Arme und Hände als Spione und potenzielle Verräter. Und das ist ein Ding, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Nur weil deine Füße dich ständig manipulieren und erschrecken. Ja. Gut, dann bleibt mir ja nur noch euch, um eure Bewertungen zu bitten. Und da würde ich sagen, Jonas, fang du doch mal an. Ja, also mich hat die Szene in diesem Spiel gegen Hampton, war das glaube ich, sehr mitgerissen. Das hat Spaß gemacht, da konnte ich mitfiebern. Ansonsten war es ein einziges Wirrwarr an Worten und Begriffen, die ich nicht kapiert habe. Deswegen, ich gebe 6 Punkte. Doch so viel, okay. Und lieber Mikado-Elefant, wie siehst du das? Gut, aus meinen früheren Anwesenheiten in diesem Podcast kann ich sagen, er hat wirklich schlechtere Texte über eine Horde 12-jähriger Jungs geschrieben in seiner Karriere. Ich gebe eine 14. Okay. Ja, wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sein, mir hat es nichts gegeben. Es hatte ein paar schöne Momente, eben diese Sachen mit der Gemeinschaft und so weiter und so fort, aber ich fand es einfach wahnsinnig anstrengend zu lesen. Es liegt aber auch daran, dass ich Sportberichte als solche schon mal nicht ertragen kann. Und noch dazu in einem Sport, von dem ich nur beschränkt Ahnung habe und ich verstehe halt auch nicht, was es in der Sammlung zu suchen hat. Deswegen gebe ich nur für 2 von 19 Punkten. Und Flo, was sagst du als letztes Wort? Ja, ich war ja ziemlich negativ die ganze Zeit und wie gesagt, so, ich kann damit eigentlich inhaltlich gar nichts anfangen. Mit dem Sport nicht, mit Sportberichten nicht. Ich muss mich also auf das konzentrieren, auf das Äußerliche. Und die Art, wie es geschrieben ist, finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Also es hat seine Momente. Er hat seinen Plauderton. Es könnte, wenn ich würde sagen, wenn es ein bisschen mehr Fiktion drin hätte oder ein bisschen mehr, ja, sonst meckern wir immer über die Schnörkelei, aber ein bisschen mehr davon hätte noch gut getan. Ich gebe aber trotzdem 3 Punkte noch. Mhm, okay, gut. Dann würde ich sagen, wenn ihr nichts zu ergänzen habt, gehen wir in die zweite Geschichte. Ja. Jo. Das wäre Der Bettler und der Diamant. Hier handelt es sich um eine Parabel. Lieber Flo, hast du hier einen Einordner? The Beggar and the Diamond, wie du schon sagst, eine Parabel aus dem Jahr 1993, ist eine
ja ziemlich freie Nacherzählung einer alten Hindu-Parabel. Und in der Originalausgabe, in der US-Ausgabe, ist diese Parabel nach den Anmerkungen abgedruckt. Also sie zählt da gar nicht unbedingt zu den Geschichten mit, was ich interessant finde. Ist in meiner Ausgabe aber auch so. Oh, interessant. Bei mir nicht. Aber gut, ich habe auch noch die alte zweigeteilte Ausgabe. Ja, Jonas, erzähl mal, worum geht's denn hier? Der Engel Uriel macht Gott auf den armen Bettler Ramu aufmerksam, weil dieser so sehr leiden muss. Gott legt daraufhin dem Bettler einen riesigen Diamanten auf den Weg, den er gerade entlang läuft. Den übersieht er jedoch, weil er meint, ach, ich guck mal, wie es ist, wenn ich blind bin. Dann weiß ich ja, wie gut es mir eigentlich geht, dass ich sehen kann. Und läuft dran vorbei. Gott nimmt den Stein dann wieder weg und legt stattdessen ein bisschen weiter auf den Weg einen Stock auf die Straße und ist gewiss, dass Ramu diesen für viele Jahre als Stab nutzen wird. Und das war's im Prinzip. So eine schöne Geschichte. Und da sind wir an dem Punkt, ich weiß, warum mir das schon als Schulkind auf den Sack ging. Ich weiß, warum mir so neutestamentarische Geschichten auf den Sack gehen. Ich komme mit sowas einfach nicht klar. So gar nicht. Das macht mich, das ist wieder eine Geschichte, die macht mich wieder aggressiv. Ging es euch auch so? Ja. Aus denselben Gründen wie dir. Ich mag so Parabeln grundsätzlich nicht. Und nee, ich weiß nicht, was das hier soll. Ganz ehrlich. Also aggressiv hat es mich nicht gemacht, aber es war so ein schon wieder so ein Ding. Und dann auch nicht mal mit irgendeiner direkten das war nichts. Ja, aber selbst wenn sie schlecht gewesen wäre, ich meine, die geht über 3 Seiten oder so, das tut ja auch nicht weh. Stilistisch tut es bestimmt nicht weh, meinetwegen. Alles gut und schön. Aber, und da kommen wir gleich in die Symbolik, was möchte das für ein Menschenbild oder für ein Götterbild vielleicht auch vermitteln? Ich meine, da sind Fragen drin. Da sind Fragen drin, was ist wirklich wichtig, wohin führt uns Demut? Aber da geht's ja schon weiter. Ich kann nur diese Fragen auf unterschiedliche Weise beantworten und nichts davon ist wahrscheinlich die gute Nachricht in dieser Geschichte sein soll. Also, versteht ihr, was ich meine? Dass wir uns darauf geeinigt haben, dass Gott ein Arschloch ist. Okay, meinetwegen. Kann man anderer Meinung sein, das ist eine Privatmeinung, aber schön und gut. Aber ich verstehe einfach nicht, wie man aus dieser Sache ein positives Götter- oder Menschenbild ableiten möchte. Das begreife ich nicht. Man kann sich da was zurechtlegen, wenn man denn unbedingt will, aber ich versuch's mal. Okay. Und zwar, dass dieser Ramu, der hat zwar quasi, ist der, der am meisten leiden muss auf dieser Welt, aber er sieht immer noch das Positive. Und da könnte man sagen, okay, selbst der Mensch, der so beschissen dran ist wie niemand selbst, hat noch die Chance, das Positive zu sehen und freut sich über diesen Stab, den er haben kann, wie ein Schneekönig. Ja, aber genau das ist doch der Punkt. Was hat er denn davon? Das ist ja das. Dieser Mensch ist ja glücklich, weil er eben meinetwegen nicht blind ist oder weil er was weiß ich was. Okay, aber dafür braucht er keine Götter. Und das ist ja das wieder, was mich ankotzt in der Geschichte. Deswegen ist es, und das, genau das macht Gott dem Uriel klar, dass der gar nicht so arm dran ist, wie er denkt. Und wie Uriel denkt. Ja, schon, aber wäre dieser Gott nicht da, der ihn überhaupt erstmal zum Versuchskarnickel macht und ihn überhaupt erstmal in diese Existenz des nicht blinden, aber sonst armen Bettlers verbannen würde, wäre der wahrscheinlich besser dran. Und deswegen verstehe ich dieses, ich hab's dir doch gesagt, Grinsen vom lieben Gott nicht, dass er dann quasi hinterrücks zu Uriel zeigt. Das kotzt mich an. Ja, aber du kannst jetzt nicht in einer Parabel, die davon ausgeht, dass es Götter gibt, annehmen, es gäbe ein Szenario, wo es keine gäbe.
Das, du musst schon davon ausgehen, dass es die gibt und nicht, dass das optional wäre, ob ja, es sie gibt oder nicht. Nein, das verstehe ich schon, aber der Punkt ist doch dann, wäre ich jetzt Gott? Na? Also, ich meine, dass ich einen Gottkomplex habe, das wissen wir, aber... Dann wären wir echt alle am Arsch. Aber wäre ich jetzt Gott, dann wäre für mich die Moral aus dieser Geschichte, ich kann diesen Menschen nichts Gutes und nichts Schlechtes tun. Weil, selbst wenn ich den in Diamanten hinlege, ist es dem Scheiß egal, weil er so oder so ans Gute glaubt. Und wenn ich ihn noch tiefer in die Scheiße reiten möchte, dann findet er trotzdem noch irgendwas Positives. Also bin ich als Gott für den vollkommen belanglos. Vollkommen belanglos. Okay, dass er hinterher ein kleines Stimmel von mir geschenkt kriegt, das ist ja schön und gut. Aber an sich kann ich dem seine Existenz weder besser noch schlimmer machen. Und warum sich dann Gott großfreundlich hinsetzt und Uriel dumm angrinst, von wegen, warum stellst du mich in Frage? Ah! Ja, es ist so ein bisschen so ein Meerschweinchen für den lieben Gott. Also ich meine, der Gott hat ja nicht veranlasst, dass dem Bettler der Stab zerbricht. Und hat auch nicht veranlasst, dass der Bettler dann irgendwie trotzig oder böse wird, sondern er schmeißt ihm halt so diverse Gegenstände auf den Weg. Das ist ja jetzt auch nicht so, dass das Bild von dem Gott, der jetzt jeden einzelnen Schritt lenkt oder steuert. Ja klar, aber damit ist es doch ein nutzloser Gott. Also was soll mir die Geschichte sagen? Götter sind nutzlos. Das wusste ich vorher. Ja, also vielleicht hilft es, wenn du das Ganze so ein bisschen wie ein Piggledy und Frederick-Ding siehst. Gott ist Frederick, der dem Piggledy Uriel so ein bisschen erklärt, warum denn Leid für manche Leute ganz okay ist. Und quasi als beobachtende Person. So, ich habe die immer gebaut und es läuft halt so und ich zeig dir jetzt, dass es auch okay ist. Also, woran es mich erinnert, vor allem, weil es wirklich so ganz am Ende des Buches ist, ihr kennt doch diese alten Zeichentrickserien aus den 80ern, wo dann nach der Geschichte noch irgendwie die Moral kam. Und deswegen darfst du nicht klauen und deswegen musst du immer die Wahrheit sagen. Und so kommt mir das vor, als wird es ergibt überhaupt keinen Sinn, aber es ist einfach so hinten dran gehängt, so, hier haben wir noch irgendwas, eine Moralgeschichte, wobei ich die Moral ja auch jetzt nicht wirklich erkenne. Nee, es kommt ja ausdrücklich keine Moral dahinter. Ich meine, sowohl Uriel ist ratlos und stellt dem lieben Gott eine Frage, was das überhaupt soll. Und der Gott antwortet dann auch sehr zweideutig. Habe ich dir jetzt eine Lektion erzählt oder nicht? Ja, wie gesagt, ich lese das aber wahrscheinlich auch mit der nötigen Arroganz. Das, für mich ist das so ein guck her, du dummes Arschloch, was stellst du mich in Frage? So verstehe ich das, aber das liegt an mir wahrscheinlich. Weil ich, wie gesagt, auf solche Sachen unglaublich allergisch reagiere. Aber kommen wir vielleicht an der Stelle mal zur Verknüpfung. Weil so eine Art Parade gibt es ja im Sturm des Jahrhunderts auch. Und da erzählt Mike Anderson die Parade so: Hiob nimmt alle Plagen des Herrn auf sich, aber irgendwann einmal platzt ihm der Kragen und er fragt, warum ausgerechnet ich. Und daraufhin schickt der Herr Blitze und brüllt: Hiob, ich glaube, du hast einfach irgendwas an dir, was mir echt auf den Sack geht. Das ist ehrlich. Das ist eine Sache, da kann ich damit leben. Aber ja, das Gelab macht mich aggressiv. Ja, obwohl dieses Sturm des Jahrhundert-Dings eigentlich auch einen Fehler drin hat, weil die Plagen, die Hiob da heimsuchen, die kommen nicht von Gott, sondern vom Teufel. Aber das nur nebenbei. Bin ich jetzt gerade, ich hab wahrscheinlich einen falschen Hiob im Kopf, aber ich dachte, das war so ein Ding, guck mal, ich hau dem eine in die Fresse und nochmal eine in die Fresse und nochmal eine in die Fresse und der beschwert sich immer noch nicht über mich. Ich dachte, das war schon Gott, aber weil er mit dem Teufel in Anführungsstrichen... Ja, so hatte ich das auch irgendwie im aber es kann sein, dass ich das falsch kenne. Also Gott und der Teufel haben geredet und der Teufel hat gesagt, hier, guck mal, dem geht's doch, der glaubt doch nur an dich und findet dich gut, weil es ihm so gut geht. Genau, genau. Wenn,
wenn er den weggibt, das nicht. Und ich dachte, dass dann der Teufel ihm quasi das ganze Leid. Nee, das, also so, die paar Bibelstunden, an die ich mich erinnere, ist das so, wie du sagst, Gott und Teufel quatschen da und so weiter. Der Teufel hält sich da vollkommen zurück. Also das ist nicht so, als würde er ihm hier anbieten, fette Weiber und Blasmusik und Zeug. Sondern der Teufel hält sich ganz zurück und der liebe Gott nimmt ihm alles weg, um zu demonstrieren. Guck mal, das dusselige Rindvieh glaubt ja trotzdem noch an mich, obwohl ich dem alle 5 Minuten einen in die Fresse haue. Ja, okay, ich hab's anders im Kopf, aber... Also ich glaube, dass Gott das wirklich macht. Ich hab's hier gerade gegoogelt, aber so ganz staub ich noch nicht draus. Aber ja, das ist irgendwie so dieser... zwischen Gott und dem Teufel. Ansonsten, liebe Freunde vom Offenbart-Cast, vielleicht könnt ihr uns da ja helfen. Ihr seid ja da ein bisschen bibelfester als wir. Oder die Kirche. Die Kirche kann uns doch da bestimmt auch helfen. Ich hab's hier. Also, einmal, als Gott daraufhin dem Satan gegenüber die Frömmigkeit Hiobs rühmt, verlangt der Versucher, dass er Hiobs Gesundheit schädigen darf. Gott lässt auch das zu. Also Gott lässt zu, aber der Verursacher ist der Teufel. Okay, das waren wir neu. Siehst du, wieder was gelernt. Danke. Ein Hoch auf mein selektives Gedächtnis. Die Geschichte ist in ihrer Originalversion von einem Mr. Surendra Patel wohl erzählt. Und da gibt es dann auch noch Querverweise, denn King widmet der Buick und die Arena diesem Mann. Ja, und im Original, das ist vielleicht für die Symbolik auch noch ganz interessant, sind wohl Shiva und seine Frau Parvati in dieser Geschichte die Hauptperson. Gibt es hier irgendeine Verwertung? Ja, es gibt diese berühmte Spielfilm drin. Nein, es gibt hier gar nichts. Okay. Mikado Elefant, du hattest gerade noch Luft geholt für irgendwas? Ja, also die einzige Frage, die ich mir beim Lesen so noch gestellt habe, warum gerade Uriel als Engel da kommt. Bin aber irgendwie nicht abschließend fündig geworden, was jetzt das Besondere an Uriel sein soll. Habt ihr da irgendwie eine Ansicht zu? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das war einfach so ein Ding. Gabriel belehren würde er wahrscheinlich nicht machen. Das ist ja so ein bisschen Dienstältester. Michael wahrscheinlich auch nicht. Also in Uriel habe ich mir auch immer so ein bisschen als ein Stift vorgestellt. Ja, das kommt immer sehr darauf an, wen du fragst und in welcher Epoche. Das ist ja noch nicht mal klar, ob man ihn wirklich zu den Erzengeln zählt oder nicht. Und also in einem apokryphen Bibelbuch oder im Nicht-Bibelbuch im Henoch ist Uriel halt zuständig für die Welt und den Tartarus. Ja, das würde ja erklären, warum da Interesse daran hat, armen Bettlern irgendwie auf den Weg zu helfen. Wobei Michael ist dann eher für die Menschen und Raphael für die Menschengeister zuständig, aber das kommt doch immer darauf an, welche Schrift man jetzt gerade liest. Na gut, habt ihr hier für Zitate, lieber Flo? Warum fragst du denn? Na, wenn du dich schon aufregst wie ich, dann habe ich schon Hoffnung, dass du vielleicht auch mal eins hast. Ich würde mein Zitat gleich bringen. Herrgott, ich bin arm dran, sagt er. Ich hasse dich nicht, aber ich fürchte, du bist nicht mein Freund oder überhaupt eines Menschen Freund. Und ich möchte das unterschreiben. Aber wie gesagt, das ist eine reine Privatmeinung. Ihr braucht mir also keine bösen Briefe schreiben. Ansonsten bitte an mimimimimi@sundaymorning.de. Danke. Jonas, hast du ein Zitat? Nein, das habe ich nicht. Okay, und du, Mikado Elefant? Ich habe auch eins. Okay, dann bitte ich euch hiermit um eure Bewertungen. Ich würde sagen, Mikado Elefant, fang du gleich an. Ja, es ist nicht richtig gut, ist nicht richtig schlecht. Angenehm kurz. Ich einige mich mal auf 7 Punkte. Okay. Flo? Ich kann ja mit Baseball nichts anfangen, aber mit so Parabeln noch weniger. Ich gebe für den guten Willen 1 Punkt. Okay. Ja, ihr wisst ja,
Sachen, über die ich mich aufregen kann, die bewegen mich. Und Sachen, die mich bewegen, die haben schon wieder irgendeine Existenzberechtigung. Deswegen würde ich hier 4 von 19 Punkten geben. Jonas? Ich gebe 2 Punkte. Okay. Gut, haben wir das abgehakt. Und damit tröstet euch wahrscheinlich auch die schlimmsten Geschichten dieser Sammlung. Kommen wir zur letzten Geschichte des heutigen Tages. Amnes letzter Fall. Flo, hast du eine Einordnung? Ja, Amnes Last Case, Amnes letzter Fall, ist nämlich eine ganz interessante Geschichte. Die ist nämlich, bevor sie in dieser Kurzgeschichtensammlung erschienen ist, bereits Anfang 1993, also wirklich kurz vor dieser Geschichte, schon veröffentlicht worden für einen Betrag von $5. Es war nämlich die erste Geschichte, die King online veröffentlicht hat. Und das war wirklich September 93, also wirklich ganz, ganz früh für sowas. Die Geschichte ist später auch als eigenständige Veröffentlichung erschienen, so ein ganz kleinformatiges Buch, das ja heute ziemlich hohe Preise erzielt. Und tatsächlich ist es eine der Geschichten, zu den anderen kommen wir später noch, in denen King andere Autoren ein bisschen kopiert. Da werden wir, glaube ich, gleich noch genauer drauf eingehen, aber erst erzählt uns Jonas mal, worum es denn hier geht. Clyde Amney ist Privatdetektiv in Los Angeles, Ende der 1930er Jahre. Es ist eigentlich ein perfekter Morgen in L.A., doch irgendwie läuft alles etwas neben der Spur. Alles etwas anders als gewohnt. Das Ganze gipfelt dann darin, dass ein Klient in seinem Büro auftaucht, der aussieht wie er selbst in etwa 15 Jahren. Dieser Klient eröffnet ihm, dass er Schriftsteller sei und Clyde und die Welt um ihn herum geschaffen habe. Als wäre das nicht schlimm genug, will er mit Clyde den Platz tauschen, da ihm die richtige Welt nichts mehr zu bieten hat, nachdem seine Sohn und seine Frau gestorben sind. Clyde kommt das seltsam vor, doch tatsächlich gelingt es seinem Autor, Clydes Platz einzunehmen. Dafür findet sich Clyde plötzlich in der Realität der 90er Jahre wieder und muss mit ihr klarkommen. Nachdem ihm das einigermaßen gelingt, fängt er an, sich das Schreiben beizubringen, um Autor zu werden. Denn er ist auf Rache aus. Wunderbar, vielen Dank für die Zusammenfassung. Und hier muss ich sagen, das ist eines der wenigen Male, dass ich mich mal Kings persönlicher Meinung anschließe. Denn er sagt hier in den Anmerkungen, dass das eigentlich in diesem Band seine Lieblingsgeschichte ist. Und ich würde mich da tatsächlich schon fast anschließen. Ich habe an der Geschichte wahnsinnig viel Spaß gehabt. Und was ich auch dazu sagen muss, das war mir das erste Mal seit langem so, dass ich es nicht hab kommen sehen, dass da so eine Platztauschgeschichte draus wird. Wie ging's euch? Habt ihr das vorausgesehen? Nein, überhaupt nicht. Nein. Ich hab, als die Geschichte losging, das ist ja dann wirklich so, ja, so eine Hardboiled-Geschichte, so Raymond Chandler, Dashiell Hammond. Ja. Ich weiß genau, dass du magst das ja genauso wie ich. Dachte, oh cool, das könnte interessant werden. Und ganz plötzlich gleiten wir ab, ich würde mal sagen, Richtung Philip K. Dick. Und es wird bizarr. Und es hat mir echt Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Ich hatte immer so ich habe weder Chandler noch Hammett gelesen, was ich noch dringend mal irgendwann nachholen muss. Ich hatte das immer so mit der Stimme von Max Payne im Hintergrund. Mhm. Und das passt dann auch ziemlich gut dazu. Ja, bei mir hat das halt hervorragend funktioniert, weil ich halt wirklich diese ganzen Film-Noir-Sachen bis zum Erbrechen durchexerziert habe. Ich glaube, ich habe jeden Bogart-Film in meinem Leben ungefähr 10-mal gesehen. Also große, große Liebe bei mir. Und von daher hat das Setting bei mir prima funktioniert. Das hat einwandfrei geklappt. Und wie gesagt, ich bin auch ein bisschen begeistert, dass er es tatsächlich mal geschafft hat, einen Twist da reinzuschreiben, der erstens in sich geschlossen logisch war und zweitens, der wirklich nicht sonderlich hervorsehbar war. Das fand ich gut, wirklich. Ja, dem kann ich mich anschließen. Das war schön, es war auch schön geschrieben und hat mir sehr gefallen. Und vor allem haben wir hier halt tatsächlich, glaube ich, wirklich eine Thematik, die King eben wirklich beschäftigt. Er sagt es auch selbst,
Die Frage, die mich quält und nervt und die nie ganz verschwindet, ist die: Wer bin ich, wenn ich schreibe? Und wer sind Sie? Was genau spielt sich hier ab? Und warum spielt es eine Rolle? Und ich glaube tatsächlich, das ist so ein Ding. Wenn du Autor bist, sind da, glaube ich, viele Aberglaube damit verknüpft auf der einen Art. Das Thema haben wir ja, womit wir bei den Verknüpfungen sind, dass plötzlich deine Figuren lebendig werden und solche Sachen, haben wir ja zum Beispiel bei Stoic und so weiter. Also das sind schon Thematiken, die irgendwie in King gären. Das kann ich irgendwo sehr gut nachvollziehen. Ja, ich sehe das ja auch so als, ich möchte nicht sagen als Abfall, als Nebenprodukt von Stark, dass das vielleicht daraus irgendwie so seinen Ursprung hatte. Mhm. Ansonsten steckt hier halt meiner Meinung nach echt viel drin. Wir haben hier eine Frage: Was ist echtes Leben? Und wie viel ist echtes Leben wert, wenn eigentlich die echte Existenz völlig für den Arsch ist? Ich meine, dieser Mensch ist krank, dieser Mensch hat alles verloren, was ihm im Leben wichtig war. Wenn du dir jetzt aussuchen könntest, in einer Illusion zu leben, muss doch geil sein. Ich steht mir das wahrscheinlich auch nicht zweimal überlegen. Und ansonsten ist hier natürlich dieser ganze Nostalgie und früher war alles besser Faktor drin. Aber eben auch diese ganze Überlegung, die wir oft haben, woher kommt Kreativität, was wir ja beim Fournette schon haben und so weiter und so fort. Aber auch dieser Gedanke von der Autor als Parasit und auch die moralischen Bedenken, die man hat bei Hommagen, wenn man sich quasi an dem intellektuellen Eigentum eines anderen bedient in einer oder anderen Form. Also da sind in einer sehr kurzen Geschichte meiner Meinung nach sehr viele Themen drin. Ja, nicht nur Themen, sondern auch Ideen. Also zum Beispiel die Sache, wenn er dann in die reale Welt kommt und feststellt, er war noch nie in seinem Leben auf dem Klo. Allein diese Ideen finde ich wirklich herausragend in dieser Geschichte. Das war großartig, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Auch das, er hat ja auch, er war ja nicht nur niemals auf dem Klo, er hat ja auch keinen Geruchssinn und kein Schmerzempfinden gehabt in seiner seiner eigentlichen Welt. Und ja, ist ja wahrscheinlich auch so ein beliebter Anfängerfehler, wenn man Geschichten schreibt, dass man halt seine Charaktere irgendwie zu flach oder zu eindimensional oder sonst irgendwie lebensfremd schildert. Ja, sie haben halt einfach kein Alltagsleben. Sie haben halt nur ein Ereignisleben. Ja, es gibt ja auch diese Szene, wenn er feststellt, dass er sich nicht an den Namen seiner Eltern erinnern kann, weil die nie ausgedacht wurden. Also das muss ich sagen, das fand ich wahnsinnig hübsch. Da sind unglaublich viele Dinge dabei, die wirklich cool sind. Und die wurde dir wahrscheinlich, wenn du irgendwann in deinem Leben mal selber was angesetzt hast zu schreiben, ja, wie gesagt, wir formen die Existenz durch unsere Gedanken. Das fand ich schon eine ganz nette Idee. Und was ich auch cool fand, war dann wirklich dieser Rache-Gedanke. Dass es eben nicht nur auf die eine Richtung geht, sondern dass er sich jetzt einfach an den Kopf setzt, ich lerne halt jetzt auch zu schreiben und damit Arschlecken und dann kriege ich dich. Das fand ich cool. Ja, auf jeden Fall. Und auch hier haben wir endlich wieder einen Gott, den ich verstehen und nachvollziehen kann. Es fällt dann zum Beispiel der wunderschöne Satz, das ist auch gleich mein Zitat: Wenn Gott einem ins Büro spaziert kommt und sagt, dass ihm dein Leben besser gefällt als sein eigenes, was hat man da schon für Möglichkeiten? Das ist eine Götterfigur, mit der kann ich arbeiten. Ja. Aber ist es denn wahrscheinlich auch nicht sonderlich schlau, dann die Plätze zu tauschen mit einer Figur, die man selbst erschaffen hat und der dann göttliche Macht zu geben und diese Figur einen dann hasst, wie man am Schluss ja dann auch merkt, wenn Clyde seine Rachegedanken dann umsetzt. Aber das wusste er ja nicht. Er wusste nur, er will dahin, aber er wusste nicht, was denn dann mit Clyde passiert. Er dachte ja, er verschwindet einfach. Ach so, ja, okay. Ja. Und davon abgesehen wäre das jetzt auch ein Risiko, dass ich einzugehen bereit wäre, wenn ich mir damit, ich meine, wie lange wird er brauchen, bis er schreiben lernt, vernünftig?
So, das ist der erste Punkt. Da kaufe ich mir vielleicht noch mal ein paar Monate Leben ohne Schmerzen und ohne Elend. Dann geht das weiter. Er hat ja auch ein recht vernünftiges Umgehen, zum Beispiel mit dieser Erkrankung und so weiter. Er hat ja gemindertes Schmerzempfinden und solche Sachen. Das heißt, ich würde tatsächlich damit spekulieren, okay, der wird sich an meine Scheißexistenz vielleicht sogar besser gewöhnen als ich. Und vielleicht vergeht dann auch der Gedanke an Rache. Mhm. Zu dieser Erkrankung wollte ich noch was sagen. Also Gürtelrose wird da ja dargestellt, als ob quasi der ganze Körper halbseitig sich entzündet und brennt und so. Das ist aber soweit, ich weiß, nicht so, sondern das ist halt wie ein Gürtel an einer Stelle, geht das von der Wirbelsäule aus und geht dann halbseitig um den Körper rum, so in die paar Zentimeter breit. Naja. So war es bei mir, als ich die hatte. Naja, das Problem bei der Gürtelrose ist, das ist schon grundsätzlich eine systemische Erkrankung. Das heißt, das kann sein, dass die auch, also das ist nicht so, dass du jetzt da komplett irgendwie halbseitig oder was, ne? Aber das kann durchaus sein, dass das eben so tief in die Nervenbahnen geht, dass das tatsächlich ganz Körperschmerzen macht und wirklich nervlich auf die Nerven irgendwie drauf geht. Aber das ist eine Frage, der entweder, also das ist ja irgendeine, ich weiß gar nicht, ein Virus oder sowas. Der Windpockenvirus ist das. Genau. Und das geht halt teilweise, wenn du ganz schweren Verlauf hast, geht das wirklich komplett aufs Nervensystem. Als Trivialinfo, man kann die Schmerzen davon mit einem Parkinson-Mittel sehr gut in den Griff bekommen, weil das den Nerven bräucht. Ah, interessant. Ja, genau. Ansonsten, ja, wie gesagt, Jonas, du hast mit der ganzen Noir-Literatur und Filmerei nicht viel zu tun, ne? Nee. Nicht wirklich. Also ich mag es, wenn ich es mal sehe, aber ich habe mich nie wirklich mit beschäftigt. Okay. Weil da muss ich wirklich sagen, das hat mir sehr gut gefallen und ich muss ganz ehrlich sagen, man hat auch wirklich diese Anleihen daran gelesen. Also man erkennt die, wenn man Chandler und McDonald's so ein bisschen kennt. Ja. Das ist, also gerade der Anfang der Geschichte ist stilistisch doch sehr in diese Richtung. Genau. Dann bleiben wir auch gleich bei den Verknüpfungen. Also wie gesagt, wir haben halt in die echte Literatur durch Chandler und McDonald diese bekannten Autoren. Außerdem gibt es eine Verbindung ins King-Universum, nämlich in der Kurzgeschichte Thin Scenery, die ich selber noch nicht kenne. Das ist eine von den neueren. Genau, die ist auch noch nicht auf Deutsch erschienen. Ah, okay. Gibt es einen Menschen namens Harold Crosby und der glaubt selbst eine fiktive Figur zu sein. Und natürlich haben wir hier auch wieder eine Verknüpfung zum Turm durch das Durchbrechen der dritten Wand. Aber wie genau möchten wir, glaube ich, hier nicht spoilern, oder, Flo? Nein, also die Geschichte würde ich wirklich empfehlen, dass man sie mal lesen sollte. Die enthält so viele schöne Sachen und so viele Twists auch. Wir haben zwar einiges schon verraten, aber bei weitem noch nicht alles. Genau. Das ist doch gut so. Habt ihr denn hierfür noch andere Zitate? Ich habe noch eine, vielleicht eine kleine Verknüpfung. Mhm. Und zwar zu unserer Folge 38. Da waren wir bei den Kurzgeschichten aus Blut und da gibt es den Textcomputer der Götter. Stimmt. Wo ja auch, ja, da dann tatsächlich die Realität verändert wird, aber wo da halt auch mit dem, ja, Realität geändert werden kann. Hier ja, ist stimmt. Getauscht, aber ja. Sehr gut. Mhm. Gebe ich dir recht. Ja, gibt es hier noch Zitate? Von mir nicht. Nein. Ich habe zwei. Mhm. Einmal, ich habe feuernde Kanonen in den Händen wütender Männer gesehen, was schlecht ist, und Dolche in den Händen wütender Frauen, was tausendmal schlimmer ist. Ja, da bin ich, müsste ich auch lachen. Und eine Seite später, wer auch immer dieser Typ war, ich wollte sein Mitleid nicht. Irgendwas sagte mir, dass sein Mitleid gefährlicher wäre als sein Hass. Und ich habe noch ein letztes. Es war eine irgendwie niederschmetternde Erkenntnis, dass ich von so einer Billigversion von einem Gott erschaffen worden war, aber es erklärte auch einiges, zum Beispiel meine Unzulänglichkeiten. Gut, gibt es sonst noch Verwertungen oder sowas? Ja, neben dem obligatorischen US-Hörbuch gibt es noch die Verfilmung in der falschen Welt. Das ist eine Episode aus der Stephen King-Serie Nightmares and Dreamscapes.
Da haben wir ja schon gesagt, da also werden wir bestimmt auch irgendwann mal genauer drauf eingehen. Okay. Habt ihr noch Ergänzungen? Sonst bleibt mir nur noch, euch um eure Bewertungen zu bitten. Nein, dann würde ich anfangen. Ich mochte die Geschichte sehr, sehr gerne. Ich gebe 14 von 19 Punkten. Es hat wahnsinnig viele Ideen. Es hat einen unglaublich genialen Stil. Es hat mir sehr gut gefallen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir hier fast einen Roman gewünscht. Okay, Mikado Elevat? Ja, ich würde mich dir anschließen. Schöne Geschichte. Ich weiß nicht, ob es einen Roman hergegeben hätte. Aber ich hatte Spaß beim Lesen. Ich gebe 12. Okay, Jonas? Ja, mir hat die auch Spaß gemacht. Sie war auf jeden Fall kurz genug, um nichts verkehrt zu machen, was bei King ja manchmal passiert. Ich wüsste gern, wie es weitergeht tatsächlich. Ich gebe 15 Punkte. Okay, und Flo, du hast das letzte Wort. Ja, also ob es ein Roman, ob es dafür genug gewesen wäre, weiß ich nicht. Ich glaube, dass er wie Jonas, dass er bei noch viel mehr Handlung es irgendwie wieder versaut hätte. Aber ich hatte auch hier sehr viel Spaß mit. Ich mag den Stil, ich mag die bekloppten Ideen und ich mag den kreativen Umgang mit dieser ganzen Geschichte. Und ich gebe auch 14 von 19 Punkten. Wunderbar. Dann würde ich sagen, sind wir für die heutige Sache durch. Und ich bedanke mich ganz sehr beim Mikado Elefanten. Ja, ich hatte mal wieder viel Spaß. Dankeschön, dass du mit uns wieder mal eine Baseball-Folge bestritten hast. Wir sind da ja doch etwas ahnungslos. Außerdem danke ich dem wundervollen Jonas. War sehr schön mit dir. Ja, sehr gerne. Und ebenfalls den großartigen Flo. Wie immer war es mir eine Ehre, mit dir zu podcasten. Es war wieder sehr schön, Dela. Und liebe Hörerinnen und Hörerschaft, es war wie immer wunderschön mit euch. Lasst es euch gut gehen, passt gut auf euch auf. Wir hören uns zur nächsten Folge auch da wieder mit Albträumen. Und ansonsten werden wir uns demnächst wieder mit Romanen beschäftigen, aber auch mit anderen Kurzgeschichten. Wenn ihr mit uns senden wollt, könnt ihr das gern tun. Guckt einfach in unsere Leseliste, was eventuell noch frei ist oder worauf ihr Lust habt, was noch nicht versendet worden ist. Wenn ihr gerne mitmachen wollt, könnt ihr das gern tun. Ihr braucht nichts weiter, ihr braucht nur irgendein Mikrofon oder ein Headset oder sowas zum Reinsprechen. Und Teamspeak oder Skype, wobei uns Teamspeak immer lieber ist. Und wenn ihr die Bücher nicht habt, die ihr mit uns besprechen wollt, dann meldet euch rechtzeitig. Dann würden wir dafür sorgen, dass ihr mit der entsprechenden Quellenlage versorgt seid. Gut, das war's von uns. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns das nächste Mal wieder. Tschüss. 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 Ciao.